So, dann Abmarsch. Times Square. Jetzt kommen auch langsam die U-Bahn-Stationen zum Einsatz. Bin ich jetzt wieder alleine? Och komm, steig doch mit ein, ey. Steht der da jetzt blöd rum, oder was? Lass uns ein paar Schienen verbiegen gehen. Oh, Tatü, Tata, der Bekloppte ist wieder da. Ach, sag bloß, wo denn? Du glaubst doch nicht wirklich an den Bullshit, oder? Max, ich weiß, was ich tue. Nicht mal Gott weiß genau, was du tust. Komm jetzt. Nur über meine Leiche. Deine Leiche werden wir dabei nicht brauchen. Los jetzt. Na, Katholinchen, darfst du reden. Sie kommt ja von den Sternen. Ne? So, dann in der U-Bahn-Station. Irgendwie müssen wir da jetzt durch, ne? Wie oft soll ich mir das noch anschauen? Ja, du musst da rein. Wie wär's mit dem Ticket holen? Ich glaub, das langsam wird das ganz schön lästig. Oh. Dann erst mit Max reden. Dass man den auch immer erst anredet. Was ist, Max? Bist du jetzt wieder bei der Sache? Wäre ich sonst hier? Dann lass uns diesen Streckenabschnitt 126 suchen. Was meinst du? Wie lange werden wir hier noch rumhängen? Ich denke mal, umso mehr wir ranklotzen, umso eher sind wir fertig. Na, das war wieder eine Auskunft. Und ich wollte am Wochenende nach Palm Beach düsen. Das kann ich mir wahrscheinlich abschminken. Palm Beach, Florida? Was geht denn da? Mann, du bist ganz schön durch den Wind, was, Ryrek? Am Wochenende ist Happy Cadaver. Was zur Hölle ist denn Happy Cadaver? Na, frohen Leichnam. Du hast doch... Also ich muss jetzt den Streckenabschnitt suchen. Für so eine Scheiße keine Zeit. Ja, dann jetzt aber. Kommt er mit runter? Nein. Hier, hol dir ein Ticket. Irgendwo muss ich einen Denkfehler haben. Will der immer noch nicht mit? Och. Komm. Der redet immer drunter. Mann, warum nervst du mich dauernd? Okay. Alle Frauen in einen Eimer geschmissen. Ich glaube, davon habe ich jetzt genug gesehen. Ja. Ich könnte schwören, ich habe das heute schon mal begutachtet. Kannst du hier... Achso, du kannst einfach so reingehen. Ja gut, okay, ich sag da mal nichts zu. In welche Richtung muss ich? Ein Kasten. Keine Ahnung, wozu das Teil da ist. Passt aber gut ins Ambiente und sieht sehr technisch aus. Untersuchen werde ich das Ding aber jetzt nicht. Ach, Dimension. Da ist eine U-Bahn. Okay. Ob wir die zum Laufen bringen? Ich denke schon. Also, wir bringen irgendwie alles zum Laufen. Das heißt... Das muss auf der anderen Seite sein. Ach, guck mal, Poster. Ach, schon wieder Werbung. Wundert mich, dass hier noch keine Leuchtreklame hängt. Eine Bank. Setz dich erstmal hin. Oder heb Geld ab. Nummer 1392. So vielen bin ich heute bestimmt schon begegnet. Warum noch ein Wort darüber verlieren, hä? Weiß ich nicht. Keinen guten Spruch mehr auf Lager? Gucken wir mal weiter. Ach, gucke mal. 126. Volltreffer, die 126.
Ich dachte schon, ich muss noch 5 Kilometer laufen. Leiter zum Notschacht? Für den schnellen Aufstieg. Quasi die Erfolgsleiter. Haha. Okay. Und da ist die Wand. Wenn Brian sich nicht verrechnet hat, muss dahinter das Labor liegen. Jetzt muss sie einfach nur weg. Die Mauer. Das mit deiner Tür war wohl eher ein Schuss in den Ofen. Die Wand sieht ganz schön massiv aus. Meine Rede. Das sind dann wohl die Bahnschienen. Nein, das bildest du dir nur ein. Sind ganz schön stabil, was? Du solltest dich jetzt mal sehen. Vorhin noch Sprüche klopfen und jetzt? Als ich das letzte Mal so einen Gesichtsausdruck gesehen habe, hing ein Angelhaken dran. Hilft ja nichts. Irgendwie müssen wir da rein. Okay. Wow. Oh Mann, sind wir jetzt total im Arsch? Was? Was war das? Ein Zug aus der dritten! Du meinst Dimension? Brian nennt es Anomalien. Es ist mir egal, wie Brian das nennt. Ich nenne das ganz große Megascheiße. Das Metallmonster hätte uns plattwalzen können. Wieso haben immer wir die Schweinejobs und der unorganisierte Haufen amphibischer Urschleim krepelt durch den Flugzeugträger und lässt sich von der holden Weiblichkeit feiern? Max, wir sollten unbedingt die Finger aus dem Allerwertesten ziehen und anfangen, bevor die nächste Blechlawine vorbeischaut. Lass uns überlegen, was wir brauchen. Für die Schienen brauchen wir einen Schneidbrenner. Ich glaube, ich weiß, wo einer steht. Und mit 2 Monsterwagenhebern könnten wir die Schienen etwas verbiegen. Monsterwagenheber? Na, solche Teile, die für Trucks benutzt werden. Okay. Gute Idee. Das könnte tatsächlich klappen. Kannst du dich noch an den Raum erinnern, wo wir die Schweinespulen her haben? Ja. Dort lag ein großer Steckschlüssel. Mit dem können wir die Schienenschrauben lösen. Okay, dann organisiere ich den Schneidbrenner und die 2 Wagenheber. Korrekt. Und ich hole den Monstersteckschlüssel vom Times Square und fange an, die Schrauben hier zu lösen. Okay. So machen wir es. Ich weiß auch, wo ich es herkriege. Aha. Aber stimmt, nicht gezuckt. Aber ich glaube, der Max, der ist ein bisschen blass geworden. Das war interessant. Also. So. Dann brauchen wir Autowerkstatt. Da waren nämlich 2 große Wagenheber. Wieso steht er denn immer noch auf den Schienen? Der konnte sich gar nicht bewegen. Du kommst mit. Oh mein Gott, so weit ist es schon. Jetzt bin ich mit dem Werkzeug schon per Du. Okay. Ich würde sagen, du kommst auch mit. Ich habe eine Verwendung für dich. So, die 2 Wagenheber habe ich. Weiter geht's. Ja. Das könnte sein. Schneidbrenner, ne? Oh, wo hatte ich denn da die... Da. Baustelle. Dann nehmen wir dich doch mit, ne? Mein kleiner Sitzer, Schneidibrenni. Entweder werden 2 Mann abgestellt oder wir lassen die Kiste stehen, wo sie steht. Okay. Aber du sollst ihn mitnehmen? Entweder werden 2 Mann abgestellt oder wir lassen die Kiste stehen, wo sie steht. Muss ich jetzt wirklich ihn noch dafür holen? Ja gut, bringen wir die erstmal dahin. Times Square.
So. Weiter und weiter und weiter. Und Max. Hey, Rydek! Was denkst du wohl, was ich hier mache? Hast du eine Ahnung, wie fest die Schrauben sind? Fest. Ich glaube, da kannst du jeden Tag in die Kompressorbude rennen. Man hängt dir trotzdem dran wie ein Schluck Wasser. Na, geht wohl schwer, was? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu, wenn ich dir was erzähle? Ich schlag vor, du holst dir zur Verstärkung den grobmotorischen Professor und lässt mich hier in Ruhe arbeiten. Echt? Muss ich mir jetzt den Professor holen? Okay. Ich wette, die Jenny kommt mit. Der Prof, der wird nicht mitkommen. So, okay, dann hole ich mir jemand anderen. Schön, schön, schön. Es geht voran. So, da rein. Was hast du? Warum? Brian? Brian, was ist mit dem Truck passiert? Ich wollte den LKW runter aufs Pier zurückbringen. Aber doch nicht so. Nicht immer ist der kürzeste Weg der beste. Wenn du bei der Army gewesen wärst, dann wüsstest du das. Ich würde da nicht mal annähernd freiwillig hingehen. Es gibt aber Länder, da ist das Pflicht. Ja, dann würde ich Zivildienst machen. Zivildienst? Sind das nicht die, die nicht mit der Waffe töten? Die tun es mit Fressen auf Rädern. Ach, einmal mit Profis. Nur ein einziges Mal. Was können wir jetzt machen? Nichts, Brian. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Du musst mitkommen, ich brauche deine Hilfe. Ja, aber der Truck. Das verkaufen wir als künstlerische Kreation der Neuzeit mit dem Titel Großer Truck, der vom Himmel fiel. Großer Truck, der vom Himmel fiel? Ja, meinetwegen auch Plums. Komm jetzt, Brian. Okay, aber wir haben ein Gedicht. Aldur will die Schienen biegen. Wie wird er das bloß hinkriegen? Es wird geätzt und auch gestöhnt. Ist körperliche Arbeit nicht gewöhnt. Mit Werkzeug es dann besser geht. Ist alles etwas abgedreht. Und von der Geschichte die Moral. Ohne Tentakel ist das Leben eine Qual. Schönes Gedicht, Katharinchen. Und leihst du mir mal gerade so 2-3 Tentakel, damit wir das schneller hinkriegen? Der kommt jetzt mehr weiß ich nicht, ehrlich. Der kommt wirklich mit. Ich nehme Brian mal mit. Aber ja, immerhin ist keine Tankstelle in der Nähe. Das wäre es auch noch. Dann hätten wir ja doppelte Kunst. Zum Times Square wollte ich. Jetzt fahre ich schon zu weit. Ich wollte zur Baustelle. Jetzt habe ich ein Date mit dem Professor in der Baustelle. Bitte, 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 bitte. Brian, würde es dir extrem viel ausmachen, hier mal mit anzufassen? Wo willst du damit hin? Ja, wahrscheinlich zum Times Square. Schon vergessen? Das ist nett. Geht das alles gleich viel leichter? Tentakel. So. Zu Times Square, bitte. Wie, Moni? Wirklich? Echt? Schon?
Nein. Und, wie sieht's aus? Mensch, Ryderick, bist du's? Hast dich ja kaum verändert. Wie lange ist es her? 5 Jahre? Na wunderbar, jetzt geht das wieder los. Wir haben uns beeilt. Natürlich. Statt hier Volksreden zu halten, kannst du mal mit anfassen. Das werde ich nicht tun. Und darf man fragen, warum nicht? Weil du mit den Flaschen da unten sowieso nicht durchkommst. Dort ist alles vergittert. Dann müssen wir halt einen anderen Weg finden. Meine Rede. Ich kenne einen anderen Weg. Aber ich weiß nicht, wo ich da... Vielleicht muss ich da erst runter. Ich weiß ja nicht, wo der rausgeht da. Wie wär's hiermit? Sieh dir das an. Na, man könnte denken, ich höre mich gern reden. Ach so, okay. Na, man könnte denken, ich höre mich gern reden. Ja, aber du sollst da doch... Kommst du da nicht hoch? Okay, dann gehen wir das anders an. Anderen Weg finden. Ich muss da ja durch die... In welche Richtung geht denn das wohl? Da bestimmt. Der ist das nicht, oder? Nee, der ist es nicht. Vielleicht noch weiter? Ist hier noch irgendwo ein Gullideckel? Nein, noch ein weiter. Und hier auch nicht? Mit dem Gulli auch nicht. Ah. Nee, das wird schon zu weit sein. Vielleicht dann doch in die andere Richtung. Das kann man immer so schlecht sagen, weil ich nicht weiß, wie ich da runtergehe. Oder? Nee. Hier scheint auch nichts zu sein. Haben wir noch eine Richtung? Nee. Okay, jetzt muss ich... Was haben wir denn hier? Allgemeine Aufgabenstellung. Dann wollen wir uns mal auf die Suche nach dem Forschungslabor begeben. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass das alles andere als leicht wird. Das ist richtig. Ich hoffe nur, dass wir bald hier wegkommen. Ja, bei der anderen U-Bahn kommen wir aber nicht runter. Das ist das Problem. Müssen hier doch eigentlich irgendwo einen Weg haben, der runtergeht. Und ich gehe davon aus, dass es ein Gullideckel ist. Vielleicht führt er ja zur Baustelle. Nee. Sieht auch nicht danach aus. Oder? Baustelle wäre schon zu weit. Ja, das habe ich eigentlich auch. Also die Baustelle wäre jetzt das späteste. Ich meine, hier ist ein Gulli, aber den kann ich nicht anwählen. Da drinne? Nee, den kann ich hier auch nicht anwählen. Ach, da ist der U-Bahn-Schacht. Na bitte, U-Bahn-Lüftungsschacht. Okay. Den bekomme ich nur mit einer Brechstange auf.
Kanalisation, U-Bahn, alles das gleiche, überall sind Krokodile. Stimmt natürlich, Gullideckel gehen nur zur Kanalisation. Aber ich sage ja, ich kenne die U-Bahn nicht, ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn da so ein Notausstieg ist. Dich nehme ich jetzt mit. Ja, dich nehmen wir mit. Endlich. Wollte ich eben schon. Okay, dann haben wir also das trotzdem da vorne. Und dann machen wir dich auf. Diese Schweißflaschen haben meine volle Aufmerksamkeit. Ich brauche irgendwas, womit ich die ganz behutsam ablassen kann. So muss ich jetzt erst alles zusammen haben, oder was? Okay. Ganz behutsam ablassen. Ein Seil. Hatten wir da hinten noch? Eine der ultimativen Nahkampfwaffen. Ja. Ist da noch was drin gewesen? Den perfekt geparkten Kranwagen zum Beispiel. Ja, der kam mir auch in den Kopf, aber irgendwie. Haben wir hier nicht irgendwo noch was rumliegen? Ich sehe nichts. Feuerlöscher, ja, der bringt mir auch nicht viel. Nee. Schade. Haben wir auf der Baustelle noch was gehabt? Nein, ne? Da hat man nur die U-Bahn-Station. Laterne biegen. Nein. Also wieder bei biegen. Ich guck nochmal auf der Baustelle, ob wir da noch was hatten. Wir hatten die Palette, wir hatten Sand, wir hatten Zementsäcke und Stahlträger. Nee, damit kann man nichts runterlassen. Was haben wir denn noch? Da drinnen hatten wir auch nichts. Ah, Wydeck. Das ändert sich erst, wenn ich das abgeschlossen habe, ne? Mist. Haben wir noch irgendwo Seil gehabt? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich muss mal in die Navigation. Hätte ich schon eine ganze Woche her. Wir haben Stromversorgung. Da waren wir gerade, da sind wir. Da ist nichts drin. Baustelle waren wir auch gerade. Bibliothek, glaube ich, weniger. Ach, das ist das Katasteramt. Okay, da waren wir natürlich nicht. Da muss ich jetzt aber einmal hin. Also ich muss mir das mal angucken. Es wäre blöd, wenn ich mir das nicht angucke. Nachher liegt da das Seil rum oder so. Wer weiß. Eingangstür. Bitte nicht noch einmal. Was? Da waren wir doch gar nicht. Reinkommen oder nicht? Okay. Also das ist das Amt. So einmal zum Sehen. Feuerwehr, haben die da noch ein Seil? Könnte ich mir vorstellen. Stadtwirtschaft könnte ich mir auch noch vorstellen. In der Autowerkstatt war, glaube ich, keins mehr. Ich guck mal. So, gehen wir mal gucken. Feuerwehrfahrzeug.
Kiste mit Ausrüstung. Ich glaube, mit der Nummer können wir jetzt langsam aufhören. Die macht nicht wirklich viel Sinn. Schade, hätte ja noch Seil drin sein können. Feuerwehrfahrzeug vielleicht? Man könnte denken, ich höre mich gern reden. Okay. Noch nicht. Kellertür ist zu, ne? Wenn Sie mal schauen möchten, ich gucke mir das Ding jetzt zum 1000. Mal an. Schade. Da kommen wir auch nicht rein. Dann, was hatte ich gesagt? Das Stadtamt da. Da könnte auch noch was sein. Stadtwirtschaft. Weiß ich nicht, was da noch rumlag. I want a highway to hell. So. Absperrung, Gerümpel, Verkehrskegel. Nee, da ist auch nicht mehr wirklich was, ne? Ah, wo hatten wir denn noch Seil oder ähnliches? Noch weiter kann man nicht weg sein vom Seil? Echt? Bin ich so weit, ne? An der Werft könnte noch was sein. Das wäre noch eine Möglichkeit. Irgendwann kann Aldo seine lange Leitung als Hilfe verwenden. Ja. Kasten, Metalltor. Ja, lag da drinnen nicht? Eventuell. Hanfseil. Ja. Ich hab mir sagen lassen, so ein Hanfseil ist irre stabil. Das werde ich jetzt mal mitnehmen. Vorsicht, eine Klapperstange. Achso, nee, doch ein Hanfseil. Da. Hier wäre ich auch noch hingefahren, aber ich wusste nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe. Näher kommt man nicht ans Seil. So, dann können wir es ja jetzt so runterlassen. Das war vor dem Kriminallabor, ne? Ah. Halli, hallo, Arn. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Wie geht's dir denn so? Klapper, klapper. So. Dann U-Bahn-Schacht. Bitte. Na, mal sehen, ob das gut geht. Wie wirft er einfach so rein, ne? Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Zug. Ich bin ganz Ohr. Wenn du den Broadway bis zur Kreuzung folgst, wo es rechts zur Kneipe geht, siehst du linker Hand eine U-Bahn-Station. Dort muss irgendwo der U-Bahn-Tower sein, für diesen Streckenabschnitt. Versuch, einen Zug in Bewegung zu setzen. Wieso machst du das eigentlich nicht? Weil ich noch ein paar sehr wichtige Zahlen hin und her jonglieren muss.
Na wunderbar. Und der Tower ist mit Sicherheit verschlossen. Warum? Weil das bis jetzt immer so war. Das glaube ich nicht. Okay, machen wir einen Deal. Ist der Tower verschlossen, stehe ich sofort wieder auf der Matte und du kümmerst dich dann um die verschlossene Tür. Die Tür ist bestimmt nicht verschlossen. Na, wenn du dir so sicher bist, warum gehst du dann auf den Deal nicht ein? Okay. Ich nehme dich beim Wort, Brian. Da fuchtelt's alle rum, ne? Ich will den Van auch lieber in Sicherheit parken. Das ist doch... Das war noch die U-Bahn, die da unten stand, oder? Da waren wir ja eben schon mal. So. Da, guck mal. Ach, Scheinwerfer haben wir da auch. Da bekommt der Ausdruck, ich sehe Licht am Ende des Tunnels, eine ganz neue Bedeutung. Hm, finde ich auch. Kann ich mich mal was anderes angucken? Muss es immer das sein? Wenn du sollst sie zum Laufen bringen. Auf den Kasten? Auch nicht, ne? Obwohl, ich kann mir gleich die Aufgabe nochmal durchlesen. Geh nicht. Ich könnte schwören, ich habe das heute schon mindestens 1000 Mal begutachtet. Ich bleib auch lieber im Dunkeln. Was haben wir denn hier? Ach, da steht noch nichts Neues. Gehört immer noch dazu. Okay. Dann... Was hat denn der nochmal genau gesagt? Ich habe noch gar nicht so zugehört. Muss ich doch woanders hin? Ich rede auch mal mit dem. So, Brian, nochmal bitte. Wo genau ist denn dieser Tower? Zum Broadway hoch, Richtung Flugzeugträger. An der Kreuzung, wo es einst rechts zum Loft ging und links zum Flugzeugträger geht. Dort ist eine U-Bahn-Station. Aber das ist doch kein richtiger Tower, oder? Natürlich nicht. Das nennt man nur so. Muss ich da direkt zur Station? Ja, der Tower ist irgendwo unten am Bahnsteig. Na, ich lass mich mal überraschen. Genau. Gut, da fahren wir aber hin, oder? Ich liebe dieses Auto, ich muss fahren. Das geht gar nicht anders. So, das ist die. Aber hier ist ja auch nochmal so ein Ding. Jetzt kann ich da auch runter. Okay. Okay. Gehen wir da lang. Ah, schön. Ach du grüne. Neune. Gelbe Lampen. Ich habe keinen Plan, wofür die steht. Irgendwas mit Vorsicht vielleicht. Okay. Die scheint eine freie Fahrstraße anzuzeigen, vermute ich mal. Rot heißt immer, nichts geht. Das wird hier wohl nicht anders sein. Okay, dann haben wir... Da kann ich mal meine ganzen Sorgen reinbrabbeln. Das ist dann wie ein öffentliches Bekenntnis. Fahrplan? Gucken wir uns gleich an. Dann werde ich den Fahrplan einfach mal nach meinem Empfinden neu auslegen. Was steht denn da? Heute Nacht durch die Wand, der Abenteuerritt der besonderen Art. Na dann. Okay. Hebe für Weichen, Hebe für Signale. Hebe für Weichen. Ein kleiner Hebel für eine große Wirkung. Dann wollen wir doch mal die Weichen stellen für die nächste Großtat des technikverachtenden Rydek. Oh. Oh. Randale? Randale?
Signale! Ja, Randale. Was habe ich gemacht? Ich glaube, alles richtig. Ja, dann gucken wir uns das Chaos nochmal an. Kann man so lassen? Ja, finde ich auch. Ich finde eine U-Bahn-Station, so eine U-Bahn im Haus, sagt doch einiges aus. Radikale Umstrukturierung. Jeder sollte eine U-Bahn im Wohnzimmer haben. Schöner wohnen mit Aldua. Jetzt neu, die U-Bahn im Wohnzimmer. Ah. Aber ich möchte so einen Speisewagenabschnitt haben. Kann man das auch mit einem Zug ins Wohnzimmer machen? So, da kann ich aber doch immer noch runter, oder? Was ist denn mit der ausgeflippten Hormonstörung dort? Das ist unser Brian. Der tickt voll durch. Was für eine geile Nummer. Sollten wir uns an dieser Stelle Sorgen machen? Eher nicht. Wenn Brian so unterwegs ist, ist das mehr als ein gutes Zeichen. Der hat's voll drauf, ja. So, und jetzt Breakdance, bitte. Sollen wir ihn jetzt bei seiner Aufführung, der mit den Reagenzgläsern tanzt, bewundern, oder was? Nein, wir haben die ehrenvolle Aufgabe, Trockeneis zu holen. Ah. Das soll hier irgendwo gebunkert sein. Entscheidend. Mal suchen. Ja. Hallo, Juna. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Ich denke mal, ich sollte mit Brian reden. Nach seinem Tanz, also. Ich bin gleich soweit. Wenn ihr das Trockeneis verladen habt, könnt es eigentlich gleich losgehen. Trockeneis? Trockeneis? Okay. Warum Trockeneis? Wie oft willst du mich eigentlich noch fragen? Ja, das weiß ich auch nicht. Lass mich mal... Ah ne, da geht's raus, okay. Dann geht's da lang. Hier, Max. Jede Menge Trockeneis. Vorsicht! Von dem Zeug darf nicht auf die Haut kommen. Ich hab davon gehört. Man klebt angeblich fest. Nicht angeblich, man klebt fest. Okay. Aha. Und woher weißt du das? Die Story erzähle ich dir mal in Ruhe, wenn wir mal wieder gemeinsam Gehirnzellen vernichten und uns gegenseitig bewundern, was wir doch für tolle Typen sind. Tun wir das? Jupp, aber viel zu selten. Ja, natürlich möchte ich mal wieder mit dir eins aufnehmen. So. Laborhandschuhe. Ich denke mal, die könnten nützlich sein. Hör mal, Max, wenn du ein paar Handschuhe suchst, dort liegen welche. Wie übersichtlich. Danke. So. Trockeneis
Wir können da noch 10-mal drüber nachdenken, aber verbessern werden wir uns damit nicht. Ja, dann... Max, wollen wir? Wie viel brauchen wir davon? Nur ein paar Blöcke. Ja. Und wie transportieren wir das Zeug? Einfach in den Van, hinten reinlegen. Taut der Mist nicht auf? Das dauert, Rydek. Schön, wenn man einen Mann vom Fach um sich hat. Ich tu mal so, als hätte ich's nicht gehört, ja? Na, wenn du dich damit verbessern kannst, bitte. Ja. Ich möchte das da rausnehmen. Danke. Ach so, ich rede erst mit dem. Lass uns das Zeug verladen und hier abhauen. Da beschlägt's einem ja die Gravitationslinse. Was schleppt Brian denn da raus? Das ist eine interessante Frage, Max. Ich habe keine Ahnung. Was ist los? Ihr guckt so, als wolltet ihr was für mich tun. Klarer Fall von Größenwahnsinn. Irgendwas ist ihm nicht bekommen. Ihr wisst doch, wenn du willst, dass was erledigt wird, dann mach es selbst. Und jetzt ab zu unserem Schiffchen. Lass uns der süßen Biene zeigen, wie die Dinge in unserer Stadt laufen. Hast du, ich meine, hast du das eben... Der ja, ich hab's gehört. Was willst du machen? Das ist doch nie und nimmer Brian. Wir sollten ihn so schütteln, dass sein Gehirn wieder durchblutet wird. Ach, Max, ich glaube, du bist das Gegenteil von paranoid. Du läufst in dem verrückten Wahn herum, dass die Frauen dich leiden können. Rydek, hat er mich jetzt beleidigt? Nicht direkt. Ja, 99% der gesamten Menschheit besteht aus Idioten und Dummköpfen. Für den Rest besteht akute Ansteckungsgefahr. Jetzt hat er mich aber beleidigt. Eigentlich nicht. Nicht? Nicht. Ich finde das cool, dass der gerade lockerer wird. Aber das ist meine Wünsche. Das sollte ich mal nachgucken, ne? Der ist plötzlich so anders geworden. Was tut der da? Okay. Selbst wenn wir es wüssten, ich glaube, wir würden es nicht verstehen. Na, das ist doch beruhigend. Na, ich weiß nicht. Ich meine mit beruhigend, dass ich nicht der Einzige hier bin, der doof aus der Wäsche glotzt. Dann wollen wir mal unser Experiment starten. Ich bin soweit. Oh. Leider haben wir keine Versuchsopfer, also müssen wir selbst hier halten. Du meinst sowas wie Mäuse oder Ratten? Ich habe neulich gelesen, dass man jetzt Politiker statt Ratten bei wissenschaftlichen Experimenten verwendet. Das ist auch viel Politiker? Besser. Genau. Erstens empfinden die Wissenschaftler weniger Mitleid und zweitens, es gibt Dinge, die würden nicht mal Ratten tun. Das ist richtig. Okay, Leute. Alle stellen sich hier auf. Ganz großes Tennis. Und du bist sicher, dass das funktioniert, ja? Auf diese Weise sind wir hergekommen und so werden wir auch wieder nach Hause kommen. Ich zähle auf dich, Brian. Nicht nur du. Oh. Seid ihr bereit? Es geht los. Oh, Spannung. Spannung. Beam me up, Scotty. Ah, falscher Film. Sometimes it's funny how silence speaks when you're alone. It seems like the world is mourning and everything we're living for. Oh mein Gott. Wo seid ihr? Slowly falling. Nein. Okay. Brian! Max! Jennifer! Wo seid ihr? Hallo! Okay. Brian! Life is like a single rain.
Also er ist wieder da. Die anderen drei. Schöne Frau. Also ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Verbrennen wir jetzt Angst, Chaos und Randale? Wo? Nächsten Montag? Aber ich weiß noch nicht wo. Ich hab nichts gemacht, ich hab nur Escape gedrückt. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich 100% vorbei ist. Weil er ist ja jetzt alleine wiedergekommen. Ich würde ja gerne wissen, was mit den anderen drei ist. Was soll ich auch? Teil 2? Muss ich mal gucken. Eugene, weißt du mehr? Gibt es da einen zweiten Teil von? Und hallo Marine. Also ich bin jetzt gerade wirklich gespannt, ob nach diesem Abspann noch irgendwie so eine Szene oder so kommt, wenn es ist. Keine Tiere benutzt bei dem. Okay, ja gut. Nee, nicht? Eugene, gibt's da einen zweiten Teil von? Bitte. Wo ist Jenny? Wird es nie geben. Nein, aber Jenny.